Planning zwischen Handfläche und Maus. Ich gammel am Rechner und das ist langweilig. Doch alles andere ist stressig. Ist ein hässliches Gefühl, so zwischen Leben und Tod. Vielleicht einfach mal machen statt überlegen und so. Zwei Tabs offen, vor einer Stunde waren es noch sechs. Ich hab aussortiert und schwank zwischen Tamara und Alexia. Textbeschreibung sowie Preis-Leistung passt bei beiden. Beide auch noch gleich alt, da soll sich einer mal entscheiden. Bilder unscharf, sodass man gar nichts mehr sieht. Doch ich mein klar, bei diesen Diensten ist das nachzuvollziehen. Und dann sehe ich, Alexia ist heute Abend gar nicht mehr am Start. Und damit ist es klar, die Wahl fällt auf Tamara. Ich greif zum Hörer, wähl die Nummer, check Details. Frag nach einem Termin für später und krieg dann auch tatsächlich ein löblicher Service und das auch noch so spät. Ich hol noch Kohle bei der Bank und mach mich auf den Weg. Selber machen, doch keine Ahnung, Mann, ich schäme mich. Ich mein, sie ist ja dafür da und sie versteht mich. Ja, ich bezahl sie ja, also kein Plan, wo das Problem ist. Ich verspreche auch, es bleibt ein einmaliges Erlebnis. Sein. Cool, dass du so spontan noch Zeit fandest. Die meisten haben Feierabend. Sorry, ich bin etwas aufgeregt. Sie lächelt und sagt, komm erst mal rein. Mach sie auf dem Bett oder der Couch bequem. Ich will das Bett, ein schönes französisches. Der König der Löwenbezug, find's irgendwie charmant. Doch fürs Bett ist das schon fast übertrieben. Ist einfach strange, auf einer 2 Meter breiten Fresse von Mufasa zu liegen. Ist auch egal, sie gesellt sich zu mir. Und sie ist doch ziemlich heiß, so von nahem. Sympathische Art, Taille, lange Sahara, blonde Haare, kastanienfarbene Augen. Doch ihr Äußeres bedeutet ja erstmal gar nichts. Wir reden noch eine Weile über dies und das, bis sie fragt, ob ich mir auch sicher sei mit dieser Sache. Auf jeden, gib ihr den Umschlag mit der Kohle, müsste stimmen. Sie zählt kurz nach, sagt alles klar und beginnt. Hammer, sie holt die Fesseln im Schrank und spannt meine Gliedmaßen an den Bettrahmen an. Ich denk an Jesus am Kreuz, ich denk an Sklaven, ich denk an Schneeengel und Da Vincis vitruvianischer Mensch. Sie geht rüber zum Nachttisch, zückt einen Zentimeter dicken Kabelbinder und eine Tüte aus Plastik. Pustet ein paar Mal hinein, um sicher zu gehen, dass sie isoliert und dicht ist, und zieht sie mir übers Gesicht. Bindet den Kabelbinder um meinen Hals und lässt ihn erstmal offen und ganz locker, alles wie besprochen. Auf mir hockend schaut sie mich an mit einem wartenden Blick. Und ich sag danke und geb ihr das bejahenden Nicken. Ich krieg einen Kuss auf den Mund, roter Kussmund auf dem Plastik. Ich schließ die Augen, freu mich aufs Nichts, ich bin sicher, das wird fantastisch. Noch ein letzter Gedanke, ein letzter Atem. Zug. Sie greift zum Kabelbinder und zieht ihn zu. Ciao. Ich würd's ja selber machen, doch keine Ahnung, Mann, ich schäme mich. Ich mein, sie ist ja dafür da und sie versteht mich. Ja, ich bezahl sie ja, also kein Plan, wo das Problem ist. Ich verspreche auch, es bleibt ein einmaliges Erlebnis. Ich würd's ja selber machen, doch keine Ahnung, Mann, ich schäme mich. Ich mein, sie ist ja dafür da und sie versteht mich. Ja, ich bezahl sie ja, also kein Plan, wo das Problem ist. Ich verspreche auch, es bleibt ein einmaliges Erlebnis.